Basteln und Heimwerken. Und bei mir ist der Mann, der mich sozusagen unter seine Fittiche genommen hat. Und diese Fittiche, die sind wirklich kompetent. Denn das ist wirklich jemand, der weiß, was Heimwerken ist. Und deswegen bin ich froh, dass er jetzt bei mir ist. Und wir haben jetzt für Sie wirklich eine großartige Produktpalette an eben den Geräten, die Ihnen das Heimwerken erleichtern und ja, wo Ihnen dann auch wirklich ein Licht aufgeht, wo Sie an der richtigen Stelle arbeiten und gegebenenfalls malen müssen. Ja. Licht ins Dunkel ist das Thema als allererstes. Und wenn Sie tatsächlich gerade im Moment Ihr Haus fertig bauen oder am Renovieren sind, umbauen und auch das gerne mal oder gerne mal des Späteren am Abend arbeiten wollen und noch keinen Strom auf dem Bau haben, dann kann das mal teilweise problematisch werden. Wir sagen, nee, ist es nicht mehr, denn wir bieten Ihnen zwei, und da kommen wir jetzt von einem zum nächsten, LED-Akku. Baustrahler an. Und das finde ich absolut genial, denn die sind kleinhandlich. Da brauche ich natürlich keinen Strom dafür, denn ich lade die zu Hause in aller Ruhe auf und habe dann entweder 3 oder 6 Stunden lang Licht. Überlegt das mal. 3 Stunden lang, das ist der erste, den wir vorstellen, unser kleiner roter Pearl-LED-Fluter. 3 Stunden Licht mit 10 Watt. Das entspricht ungefähr einem LED-Strahler mit knapp 80, 90 Watt. Das finde ich einfach absolut genial, denn so klasse kann Technik heute sein. Nicht nur, Herr Kollege, ja. Sie denken mir da immer sehr, sehr kompetent. Denken wir mal an Spengemann beim Streichen. Ja. Alles ist schon raus aus der Wohnung und es hängt eine einzige Glühbirne unter der Decke. Ist die Wand jetzt scheckig oder nicht? Dafür sind eben zum Beispiel auch genau diese Strahler perfekt. Denn Sie können, selbst wenn das Streichen, so wie bei mir, dann gerne länger dauert und es setzt die Dunkelheit ein, dann können Sie genauestens noch nachkontrollieren, ist an der Stelle auch wirklich gut gestrichen worden oder ist das morgen früh scheckig? Das ist das gute Stück, klein und kompakt. Und der Preis, der ist auch klein und kompakt, denn 66,41 Euro ist eine Preisersparnis von 49%. Ich finde den auch klasse, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Garage an meinem Auto, an meinem Motorrad schraube und einfach mal flexibel einen kleinen Strahler brauche. Denn den können Sie natürlich auch im Winkel perfekt einstellen. Die Halterung ist ja inklusive im Lieferumfang. Dann haben wir oben hier auch noch schön den gummierten Griff. Und das Geniale an den LED-Strahlern ist erstens mal kabellos. Zweitens ist vorne ein Sicherheitsglas drauf montiert. Das bedeutet also, da kann auch nichts passieren. Die normalen Strahler haben diese dünnen Glasplättchen zwischendrin. Da macht es knack und dann sind die kaputt. Und das Allergenialste ist, genau, Carsten zeigt es mal, das Allergenialste ist keine Hitzeentwicklung. Das heißt, auch Ihre Kinder oder Enkel, die vielleicht mal auf dem Bau mit rumspringen, können sich natürlich an diesen Strahlern auch nicht verbrennen. Ich habe mich mal an so einem 1000-Watt-Strahler mit dem Rücken verbrannt. Das tut richtig weh. Hier können Sie es völlig vergessen. Klein und kompakt für 66,41 Euro. Endlich wieder lieferbar. Die waren nämlich ratzfatz ausverkauft. Also, wenn Sie Interesse haben an einem 10-Watt-Strahler mit so gleißen, tollen Licht, der so klein und kompakt ist, dann müssen Sie einfach nur unter der NX2216 und der 569 bestellen. Aber wenn Ihnen 10 Watt nicht reichen, wenn Sie sagen, nee, ich möchte schon 150, 200 Watt Lichtausbeute, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema und da ist er. Das ist nämlich unser 20 Watt LED-Strahler und der macht tatsächlich 140, 150 Watt Lichtausbeute und die Akkuleistung von dem ist absolut genial. Und ich würde es gerne einmal zeigen. Ich gehe mal, wenn das für dich okay ist, kurz zu dieser Schaumstoffe. Mach das, geh. Denn das ist das, was ich eben meinte. Wandert. Überlegen Sie mal. Und wandert. Es wird gestrichen. Und wandert. Und wenn es jetzt rein theoretisch dunkel wäre, hätte ich ja folgende Problematik. Ist diese Wand jetzt scheckig oder ist sie nicht scheckig? Und gucken Sie mal, das ist das kleine, kompakte Gerät. Ich kann komplett einstellen, wo möchte ich hinleuchten. Und wenn es jetzt nur noch die einzige Glühbirne unter der Decke ist und man steht und streicht, ist natürlich das Schöne, ein Handgriff und Sie können dann nachjustieren. Und das Schöne ist, dadurch, dass hier kein Kabel ist, fällt auch niemand auf die Nase. Und Sicherheitsglas und natürlich auch hier LED-Technologie kalt. Das heißt, die Verbrennung, die bleibt aus und das Ganze zu dem Preis. Gucken Sie mal, wie strahlend hell das gute Stück ist. Da haben wir Sie im Film mal. 42,41 Euro ist ein Knallerpreis. Ist übrigens wasser- und wetterfest, das Gehäuse. Können Sie auch bestens draußen verwenden. Genial an der ganzen Sache finde ich, wenn Sie es mal im Internet vergleichen sollten, dass Sie hier teilweise sogar bis zu 100 Euro günstiger sind bei uns als bei anderen Herstellern. Denn die Strahler kosten gut und gerne 249, 289 Euro. Die Akkutechnik ist absolut genial. 6 Stunden Dauerlicht mit einem 10.400 mAh Akku. Das ist echt mal eine Ansage. Und wie gesagt, lästiges zum Beispiel. Strahler auf ein Gerüst stellen mit Kabel und fällt wieder runter, ist hier völlig außen vor, denn Sie können ihn links, rechts, hoch und runter bewegen und Sie haben kein Kabel mehr, was stört. Die sind absolut genial, verbrauchen so gut wie überhaupt keinen Strom,
10% von dem, was ein normaler Strahler eben brauchen würde. Und das aber tatsächlich mit der gleichen Lichtausbeute. NX22 18 und die 569 für 20 Watt, die eben 130, 140 Watt Lichtleistung entsprechen. Und die finde ich wirklich klasse. Die kannst du überall mit hinnehmen. Die kann man überall mit hinnehmen. So unter anderem auch das nächste Produkt. Ja, und mit einem leicht, und das ist gerechtfertigt, das möchte ich jetzt, das ist keine Spitze, sondern es ist gerechtfertigt. Dieses Produkt wurde mir von Herrn Engelmann dann mehr oder minder in die Hand gedrückt und er sagte so, jetzt hast du alles, was du brauchst für den Fall der Fälle. Und ich habe gesagt, wow, Multifunktionstool. Und er hat mir den Preis nicht gesagt. Es ist aus Metall. Und gucken Sie mal, allein die Zange, wenn Sie mal ganz genau von vorne gucken, dieser kleine Punkt, damit können Sie sogar Brillenschrauben festziehen. Da können Sie wirklich alles mitziehen, berühren und aufheben, was Sie möchten. Und das ist nicht nur, das ist nicht alles, denn wir reden von einem 12-Funktionen-Werkzeug. Und das ist so toll, das liegt so perfekt in der Hand. Und das ist einfach mal richtig schön, oder? Die Griffschalen aus Alu, wir haben es endlich mal für ein Werkzeug in so einem poppigen Blau gemacht, damit Sie das auch überall sehen. Da können Sie wirklich alles mitmachen. Schneiden, sägen, Fische entschuppen, natürlich auch mit der Zange arbeiten, Kabel abisolieren, Schlitzschraubenzieher, Kreuzschlitzschraubenzieher dran und natürlich auch noch eine Feile und ganz wichtig fürs Feierabendbierchen, hier natürlich der komplette Korkenöffner. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Das ist ein komplettes Multitool und zwar 12 in 1. Die klassischen Ledermänner, die es aus Amerika gibt, die kosten 119, 129, die kleinen 89 Euro. Wir sagen 9,45 Euro hier für ein richtig perfektes Multitool ist klasse. Sobald Sie sich aus dem Haus bewegen und nur irgendwas vielleicht zu reparieren haben könnten, ist das ein absolut genialer Helfer in jeder Situation. Schauen Sie es mal an. Auch hier Dosenöffner mit drin. Komplett aus Edelstahl die ganzen Werkzeuge gefertigt. Das heißt also richtig robuste Qualität. Mich hat der Preis echt umgehauen. 9,45 Euro ist ein Knüller. Das bestelle ich mir einfach mit dazu. Das kann ich immer gebrauchen zu Hause. Und das Schöne ist, Sie sehen es hier, bei der Zange zum Beispiel ist ein Federmechanismus drin. Dann habe ich, du hast es schon gesagt, die stabilen Griffschalen aus Aluminium. Mhm. Das ist eloxiertes Aluminium. Das liegt so toll in der Hand und das macht richtig Spaß. Wieso so günstig, werden Sie jetzt sagen. Weil wir es können, Punkt 1. Und Punkt 2, wir feiern 25 Jahre Jubiläum. Und dieses Produkt, dieses Gerät ist zum Beispiel eben eins dieser Produkte, mit denen wir uns preistechnisch bei Ihnen bedanken möchten, dass Sie unser Kunde sind. 240 Gramm leicht, robust und das Ganze zu dem Preis. 9,45 Euro. Und Kai hat eben ja, die Preise gesagt, die normalerweise auf dem Markt, im Werkzeuggeschäft und dafür verlangt werden. Jetzt 9,45 Euro und da sehen Sie es. Das Pausenbrot zwischendurch wird geschnitten. Das Kabel wird abisoliert. Das alles mit einem Werkzeug. Und das Ganze für 9,45 Euro. 39,95 wäre schon ein Top-Preis, oder? Ja, absolut. Aber genialerweise haben wir natürlich auch noch was, damit Sie dieses perfekte Gerät auch verstauen können. Also die erste Mal die Bestellnummer natürlich noch für unser Multitool, die gehen wir Ihnen gerne durch. Und das ist die NX5147 und die 569. Und nein, der Carsten wird jetzt nicht anfangen zu strippen, sondern der packt jetzt... Baustelle und Village People. Nein, ich werde jetzt nicht der Bauarbeiter von den Village People. Ich möchte Ihnen nur was zeigen, denn diese Tasche ist ideal. 2,76 Euro. Stellen Sie sich bitte gleich dazu. Bestellen. Ja. Originalzubehör. So, dann jetzt habe ich mein Werkzeug immer dabei. Ja. Ich finde das klasse, kostet wenig Geld, ist absolut Trauma verarbeitet, schöner großer Druckknopf vorne drauf, kann also auch nicht rausfallen und das in Herstellerqualität. Und wenn Sie Pearl TV-Fan sind, dann haben Sie ab sofort jetzt immer das Pearl TV HD-Werkzeug mit passendem Täschchen dabei. 2,76 Euro, du hast es gerade gesagt, ist ein echter Knüllerpreis für solche klassischen Gürteltaschen kann man auch gut und gerne mal 20 Euro auf den Ladentisch legen. Das wollen wir natürlich nicht. Überlegen Sie mal, für unter 13 Euro dann das komplette Werkzeug, das ist einfach ein absoluter Knüller. Natürlich haben wir ja auch eine Bestellnummer und die sollten Sie sich auch gleich notieren. NX5157 ja. Und die 569 für die passende Gürteltasche. Dann ist das gute Stück immer an der richtigen Stelle und gut aufbewahrt. Jetzt kommen wir zu einer Situation. Herr Engelmann hat mich im Beginn meiner Karriere hier bei Pearl TV des Öfteren durch handwerkliche Tätigkeiten mit dem Telefon durchgeguidet. Und als ich mich einer Steckdose näherte und ihn anrief, sagte er, tu es nicht. Da hat er zu mir gesagt, du brauchst einen Multimeter. Und ich habe gesagt, ja, brauche ich den? Und dann hat er gesagt, ja, brauchst du. Und deswegen haben wir den jetzt auch für Sie. Und der hat es wirklich in sich. Denn der ist so gut, dass der Sie garantiert nicht im Stich lassen wird. Denn Sie haben sogar
ein wunderbares LCD-Display. Das heißt, diese klassischen Geräte, diese alten, wo nur eine Glühbirne drin war, die was angezeigt haben, die sind ja nun mal hinfällig. Ne? Jetzt passen Sie mal auf, Multimeter gehört in jeden Haushalt, wo ich mit Elektrik, mit Strom zu tun habe, damit ich messen kann, ob ein Widerstand in Ordnung ist, ob es Gleichstrom, ob es natürlich dann vielleicht Wechselstrom ist. Wenn ich aber jetzt mit so einem Multimeter noch viel mehr testen kann, nämlich auch alle elektronischen Gerätschaften zu Hause, wie zum Beispiel klassische WLAN-Kabel, besser gesagt LAN-Kabel, WLAN-Kabel gibt es ja gar nicht, die sind ja durchsichtig. Die LAN-Kabel, eine RJ45-Schnittstelle, diese klassischen Kabel, damit es schnell ins Internet geht. Wenn ein Telefonkabel kaputt geht, ist eine USB-Schnittstelle nicht in Ordnung. Das kann ich alles mit diesem Multimeter komplett checken. Und das ist absolut genial, denn ich habe alles dran, was ich benötige. Das bedeutet also zum Beispiel hier unten auch für Netzwerkkabel haben wir die passende Diodenbelegung, die nachher angezeigt wird. Funktioniert das nicht? Da haben wir hier diesen Westernstecker, damit ich hier das Kabel einstecken kann. Und dann zeigt er mir sofort, aha, ist eine Kabelbelegung da, ist irgendwas nicht in Ordnung. Also Telefonkabel rein und dann checken. Und auf der anderen Seite, schauen Sie mal hier, Test für ein USB-Kabel, ist das noch in Ordnung. Und alles das haben Sie hier drin. Gleichstrom, Wechselstrom, Widerstand, dann natürlich hier ganz klassisch auch die anderen Themen, wie zum Beispiel Gleichspannung, Wechselspannung, Gleichstrom und Wechselstrom. Das ist alles mit drin, aber dass man hier diese ganzen Netzwerkkabel, USB-Kabel auch mal testen kann, das finde ich klasse. Denn wie checke ich normalerweise zu Hause, ob ein USB-Kabel kaputt ist? Ja, ich stecke es rein, es funktioniert nicht. Dann sage ich, ja, ist kaputt. Okay, gut, aber hier kann ich tatsächlich mal durchmessen, liegt es denn an einem Kontakt? Ist das Kabel noch reparierbar oder nicht? Und damit habe ich viel mehr in einem Multimeter drin, als Sie normalerweise kriegen. Überragend ist der Preis. Gute Multimeter kosten heute 100, 150 Euro. Wir bieten Ihnen das komplette Multimeter für sagenhafte 37,91 Euro an. Und sogar einen Kabeltester mit Signalton ist drin. Das bedeutet also, wenn das Kabel funktioniert, macht es Piep. Und dann wissen Sie, es war wieder Stereo. Und das alles komplett in diesem kompletten ja, Tester mit drin. Sollten Sie sich definitiv nach Hause holen. Und das ist wirklich mal eine klasse Sache, damit ich eben tatsächlich hier auch alle Kabel, die im normalen Haushalt derzeit anfallen, USB-Ladekabel gibt es heute an jeder Ecke, dass ich da einfach mal gucken kann, ist das Kabel kaputt oder kann man es reparieren. Steckt alles komplett mit drin. Müssen wir natürlich nur sagen, 9 Blockbatterie. Klar, ganz einfach hinten rein, 9 Block. Zack, und los geht's. Und hier ist wirklich an alles gedacht. Also für Labor, Büro, Haushalt, hier können Sie wirklich alles messen. Ja. Und jetzt sagen wir nochmal die Bestellnummer. Und ja, das ist die PX8152 und die 569. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Gerät und das ist von der Firma Brennenstuhl. Kennen Sie, ganz bekannt, und zwar ist das ein sogenanntes Feuchtemessgerät. Und solche Feuchtemessgeräte sind speziell für Menschen, die gerade am Bauen sind oder für Menschen, die sich klassisches Holz zum Heizen holen wollen, eine ganz ideale Sache. Denn ich kann hier alle Materialien, Holz, Baustoffe, ob das jetzt diese klassischen Fichteleisten sind, ob Sie mal eine Rigipswand testen wollen, wie sieht es im Keller mit dem Putz aus, ist der feucht, ist er nicht feucht, das kann ich alles mit diesem Gerät hier komplett testen. Und wir haben hier oben zwei feine Dioden dran, die werden dann passend ins Holz gesteckt oder eben ja auch in eine Rigipswand. Und daran sehe ich dann definitiv, welche prozentualen Möglichkeiten da sind. Hinten drauf ist übrigens noch genau der komplette Messbereich beschrieben, in welchen Prozentbereichen Sie hier natürlich dann für Feuchtigkeit, für Holz und für alle diese Dinge komplett testen können. Ist doch genial, oder? Also für Gips, für Beton, für alles das, wo gegebenenfalls Feuchtigkeit auftreten kann. Und Feuchtigkeit führt natürlich irgendwann zu Schimmel. Und das bedeutet, hier können Sie wirklich überall testen. Ist die Wand feucht? Ist die Wand in sich feucht? Versteckt sich unter der Tapete? Ja, eine massive Feuchtigkeit vielleicht, die einfach nur mal eben vom Vormieter übertapeziert wurde. Und oh ja, dann haben Sie irgendwann das ganz große Dilemma. Dann haben Sie nämlich Schimmel. Anzeige über das große LCD-Display, das sehen Sie da. Aber natürlich auch akustisch. Und das hören Sie jetzt gerade. Und ja, da sehen Sie den Preis. 18,91 Euro. Das ist der Preis, der jetzt für Sie möglich gemacht wurde. Statt 24,90 Euro jetzt zugreifen. Denn ein Feuchtigkeitsmesser, ganz ehrlich, stell mal vor, du bekommst so Kaminholz angeliefert, ja? So. Und wird die ersten Stücke Gewicht gemessen. Ein Steher, ja? So, jetzt gucken wir mal hier. Ach du meine Güte, der fängt sofort an zu schreien. Da haben wir 39,42. Der misst auch wirklich exakt in 0,1% Schritten, also 38,6% Holz. Wenn Sie jetzt zwischen einem Steher von diesem feuchten Holz oder einem Steher von dem trockenen Holz entscheiden würden, ohne dass Sie es wissen, dann würden Sie hier bei dem hier weit weniger Holz kriegen fürs Geld, denn hier ist die ganze Feuchtigkeit noch drin und am Schluss ist auch noch Ihr Kamin kaputt, denn das kann auch mal ausglasen. Das bedeutet, wenn
dieses Wasser dann richtig verdampft in dem Kamin, dann gehen auch noch die Glasscheiben kaputt. Also das ist ein absolut genialer Tester, den ich für alles verwenden kann. Ob ich einen Estrich nachmessen will, wie sieht es denn jetzt überhaupt aus, wie ist denn jetzt zum Beispiel die Massivholzdiele, die ich verlegen will, ist die schon passend auf Raumtemperatur, hat die sich schon akklimatisiert, alles das geht hier. Also ich finde das eine ganz geniale Sache und vor allem von Brennstuhl kaufen Sie auch wirklich von einem Qualitätshersteller und das ist echt eine ganz coole Sache. Und vor allem das Schöne ist, das Gerät schaltet sich und das finde ich das Tolle, denn somit hält die Batterie ewig, automatisch nach 3 Minuten nicht benutzen, wieder ab. PV7282 und die 569 für dieses großartige Gerät. Klasse. Und der Preis ist auch ein Knüller, 18,91 Euro. Carsten hat es gerade gesagt, ich finde das cool, denn ich habe jederzeit den Überblick und dann kann mir auch ein Handwerker kein X für ein UFO machen, wenn er sagt, ah, da kann man mit den Fliesen schon draufgehen. Sie sagen, ja, ich habe das doch gemessen, das ist doch zu feucht, da kann man kein Parkett verlegt werden auf dem klitschnassen Estrich. Dann sagt die Handwerker, ich habe noch eine andere Baustelle, ich muss gleich weiter. Und ja, dann haben sie nachher dann den ganzen Fußboden hochstehen. Laminat, ganz kritische Sache. Hier kann das alles nicht passieren. Brennstuhl, Top-Garant für Qualität. Und damit kommen wir schon zum nächsten Thema. Denn wenn ich jetzt mal ausmessen will, wie viel Quadratmeter Fußboden brauche ich denn überhaupt, dann geht das alte Spiel mit dem Zolli, mit dem Meterstab wieder los. Erstmal die Hosen leicht anziehen, damit ich mit den Knien auf den Boden komme. Und dann rutsche ich. Gerutsche. Ja, wie so ein Wiesel rum und dann mit dem Bleistift wieder nächstes anritzen. Küchen einbauen, Küchenarbeitsplatten. 3 Zentimeter zu kurz, die ganze Küche für den Arsch. Also das kann alles... Musstest du petzen, ne? Bitte? Du musstest gerade petzen, ne? Nein, das hatte ich jetzt eigentlich nicht. Stimmt, da war was. Schon okay, ich gehe mal als Objekt zum Abmessen, gehe ich mal weg. Also, das ist von AGT, natürlich wieder unserem Top-Hersteller, was Handwerksbereiche betrifft, ein Ultraschall-Distanzmesser. Und jetzt passen Sie mal auf, ich möchte mal wissen, wie weit der Carsten jetzt von mir weg ist. Und das geht ganz einfach, indem ich das Gerät anmache. Und dann ist es genialerweise so, dass ich den Carsten wirklich auch genau orten kann. Denn wenn ich jetzt auf den Carsten ziele, dann haben wir da einen Laserpoint in dem Gerät drin. Und der sagt mir dann sofort, wie sieht's denn aus? Der Carsten ist tatsächlich 5,21 Meter von mir weg. 4,21. Nee, 4,11 Meter, der war Schritt zu groß. Es geht absolut genial. Und das Tolle ist, Sie können hier nicht nur Quadratmeter mit berechnen, sondern Sie können damit auch Kubikmeter berechnen. Denn wir haben hier eine Additions- und eine Multiplikationsfunktion. Das bedeutet also Länge, Breite und dann Höhe. Zum Beispiel bei Heizkörpern, ein Riesenthema. Will ich ja wissen, wie viel Kubikmeter Raum muss ich beheizen? Dann sagt mir dann der im Baumarkt, ja, nimmst du einen mit 35 Lamellen. Und Sie denken sich schon, fürs Bad? Und dann haben Sie dann so ein Riesending da zu Hause und dann haben Sie Sauna im Bad und natürlich extreme Energiekosten, die Sie nicht benötigen. Und das zum Beispiel, Türmaß ausmessen, das geht jetzt wesentlich einfacher, denn unser Jakob, der hat, glaube ich, auch geflucht am Schluss mit diesem Meterstab. Und da haben wir einfach gesagt, guck mal, nimm doch bitte dieses Produkt aus dem Hause AGT. Und er hat gesagt, ja, ich versuch's und danach wollte er es eigentlich nie wieder aus der Hand geben. Denn es addiert sogar bis zu 19 Strecken und das finde ich das Tolle. Hier musst du dann nicht, wie war das noch, aufschreiben und dann, ja, mit dem Taschenrechner addieren, sondern das ist eine bequeme Einhandbedienung. Einfach der rote Laserpointer, Sie haben es eben gesehen, und dann wird gemessen von 0,5 bis 15 Meter. Ja. Und das finde ich das Tolle. Das heißt, hier werden wirklich Ihnen Möglichkeiten geboten, dass Sie sogar in Anführungsstrichen eine ganze Tonhalle ausmessen können. Ja, definitiv. Oder gerade das Thema Sockelleisten ausmessen. Da sagt man immer, ja, 4 mal 3 Meter, da ist noch 2 Türen mit drin, dann ziehe ich 80 Zentimeter ab. Und am Schluss bleiben Ihnen ungefähr 20 Laufmeter Sockelleisten fürs ganze Haus übrig. Das müssen Sie auch nicht machen. Da gehen Sie einfach die Wände komplett ab, addieren die miteinander und dann wissen Sie genau die Strecken, wie viel Bund Sockelleisten brauche ich. Die sind normalerweise entweder 2,70, 2,40 oder 5,10 und dann wissen Sie ganz genau, was Sache ist. Was aber auch noch eine praktische Idee ist, wenn Sie zur Miete wohnen, wissen Sie wirklich, ob Sie 84 Quadratmeter haben, ob Sie 104 Quadratmeter, 107 oder 109 Quadratmeter haben? Sie müssen jetzt ja rein theoretisch Ihrem Vermieter blind vertrauen. Und warum nicht einfach mal nachrechnen? Warum nicht einfach mal gucken, wie groß ist jetzt wirklich meine Wohnung? Und das Ganze hiermit. Denn wir sprachen drüber, addieren Sie einfach 19 bis zu 19 Strecken. Und schon wissen Sie, ja, zahle ich genug Miete oder zieht er mich über den Tisch. Das Ganze hiermit. Aber das ist natürlich noch lange nicht alles, denn jetzt messen wir noch weiter. Die Rede ist von einem Entfernungs- und Trommelwirbel, sogar Geschwindigkeitsmesser. Also das, was die blau-silberne oder grün-weiße Trachtengruppe sonst benutzt, jetzt sozusagen nur für den Heimgebrauch. Und das ist absolut genial. Ich gebe Ihnen noch kurz mal von unserem Ultraschallmesser die Bestellnummer noch mal durch. NC5411 und die 569 für unter 13 Euro. Aber jetzt wird spannend. Von Savarius, das ist unser Hersteller für
Objektive für Ferngläser. Und jetzt schauen Sie sich das mal an. Damit kann ich tatsächlich sogar über sozusagen Kim und Korn perfekt nachmessen, wie schnell ein Auto fährt. Vielleicht haben Sie ja bei sich, da quält sich aber einer. Vielleicht haben, Sie, kenn ich. Vielleicht haben Sie ja bei sich irgendwo in der Nachbarschaft jemanden, der mit dem Fahrrad zu schnell gefahren ist. 26 km/h, das fand ich. Ich habe ja schon ganz schön zügig auf so einem Kinderrad. Super. Und das natürlich dann hier über diesen genialen Messer. Die kosten Unsummen an Geld normalerweise. Hier ist es klasse. Gesetzt den Fall, Sie wollen einfach mal ein Grundstück aus. Mein Gott, du warst aber in Topform, hör mal. Auf so einen kleinen BMX-Rad. Wahnsinn. Ja, so einfach ist das bedienbar. Und deswegen haben wir unseren Junior einfach mal in Anführungsstrichen gebeten, benutzt das mal und probier es mal aus. Und er war hellauf begeistert. Das ist natürlich das Richtige für Motorsportfans, für Sportschützen, für Hobbybiologen. Einfach wirklich genauestens messen. Und da die Messung benötigt wirklich nur wenige Sekunden. Das ist Savarius-Qualität, das ist Lasertechnologie. Und es gibt wirklich ganz, ganz, ganz tolle Ergebnisse. Hier hinten können Sie die Dioptrie noch ausgleichen. Gesetzt den Fall, Sie sind kurz- oder weitsichtig oder haben Sehhilfe auf, dann können Sie hier hinten über diese Drehmöglichkeit dann noch sich das wirklich perfekt auf Ihre Schärfe einstellen. Und 500 bis 600 Meter Entfernung sind hier messbar. Hochwertigste Objektive drin. Ich finde das wirklich klasse. Ob das jetzt zum Beispiel so ein klassischer Sportschütze ist, da muss ich nicht ständig immer erstmal die Zielscheibe wieder nach vorne fahren lassen und ich kann zwischendurch mal kurz gucken, 10, 8, 7, 6, was habe ich denn getroffen? Oder eben tatsächlich auch für Menschen, die viel mit Ausmessen auf größeren Flächen zu tun haben. Das sind zum Beispiel die Leute, die Landschaftsgärtner vermessen, all das kommt dazu. Oder wenn Sie wirklich mal wissen wollen, wie groß ist denn das Grundstück, das wir uns jetzt kaufen wollen, wirklich. Alles das geht und das Geniale ist, und das schafft dieses Auto leider aber nicht, dass wir hier sogar Geschwindigkeiten bis 300 km/h messen können. Also ideal für Motorsport. Ja. Warum musst du die 300 km/h gerade erwähnen, wenn ich mich da abstrampel? 26 km/h, also 300 schaffe ich auch nicht, aber 300 würden natürlich gehen. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel in Hockenheim oder am Nürburgring beim Grand Prix sind und die Formel 1 gucken und Sie haben so einen idealen Sitzplatz erwischt und sich einfach mal gegönnt, dass Sie auf die Start-Zielgerade gucken können, können Sie dann natürlich zum Beispiel einfach sagen, aus der Mercedes-Benz-Arena, jetzt gucke ich mal ganz genau hin, schafft das oder schafft das nicht? Wer ist schneller? Und das Ganze dann einfach mit einem Handgriff. Das finde ich das Tolle. Von minus 20 bis plus 50 Grad ist dieses Gerät immer noch in der Lage zu arbeiten. Das finde ich toll. Natürlich auch hier eine Abschaltautomatik. Nach 20 Sekunden ohne Verwendung geht es wieder aus und zeigt natürlich dann auch den niedrigen Batteriestatus an. 185 Gramm schwer und das ist einfach mal ein Produkt, wo ich sage, 123,41 €. Wow, oder? Ich finde das absolut genial, das ist so handlich und so einfach und so bequem. Und damit endlich mal Geschwindigkeiten oder eben auch lange Entfernungen auszumessen, finde ich auch hochinteressant. Das Geld ist ein absoluter Knüller. Also 123,41 € für ein Original Savarius, das nenne ich mal ein Angebot. Schlagen Sie zu, solange wir welche da haben. Da haben wir nämlich nicht allzu viele mehr auf Lager. Es gibt nämlich schon einige andere Menschen mehr, die gesehen haben, dass das wirklich für kleines Geld ein ganz toller Geschwindigkeits- und Entfernungsmesser ist. Also das Messgerät inklusive Band, also zum Umhängen, robuste Aufbewahrungstasche und Putztuch, kommt zu Ihnen mit der Bestellnummer PX3735 und der 569. Aber das ist noch lange nicht alles. Wir wollen Ihnen noch was schenken. Deswegen steht da unten 0,0 € und eine Preisersparnis von 100%. Unser Pearl Club Keramikmesser. So, und jetzt wird es richtig scharf und vor allem langlebig, denn Keramik ist einer der härtesten Werkstoffe, die es gibt. Und gerade in Industrieverarbeitung heute eine Keramikklinge weit schärfer schleifen zu können als eine Stahlklinge, ist eigentlich kein großes Thema mehr. Wir haben hier eine extrem harte und super scharfe, geschmacksneutrale, nicht rostende Klinge mit 7,5 cm. Und das ist mal ein richtig scharfes Messer. Willst du nicht die Karte? Das ist eine dicke Moderationskarte hier. Einfach mal zack durch. Also bitte wirklich nur in sinnvolle Hände. Das ist genial für einen Garten. Genial natürlich auch für zu Hause, wenn ich irgendwas abzuschneiden habe. Da kriegen Sie jederzeit auch mal einen Gartenschlauch mitgekürzt oder. Das kriegen Sie von uns geschenkt. Schauen Sie mal. Zack zu. Kann nichts passieren. GRA 12854 und die 569. Ja, und warum Sie jetzt sagen Gartenschlauch, kann ich Ihnen ganz einfach sagen, weil Sie bestimmt noch den falschen Gartenschlauch haben. Denn unser dehnbarer Gartenschlauch, den müssen Sie nicht auf Ihre Länge kürzen, der passt sich Ihnen an. Finden Sie natürlich auch unter www.pearl.tv. Das ist unser Geschenk an Sie und während hier der Holzmichel jetzt schnitzt, kann ich Ihnen sagen, sollten Sie anrufen. 0180 51 3 mal die 2.
Das ist unser Geschenk an Sie und ich hoffe, Sie haben jetzt das Richtige gefunden. Die Preise sind einzigartig, deswegen rufen Sie jetzt an. Viel Spaß beim Basteln.